Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 als das Königreich Lydrazia, besser gesagt als Königin Fluffy Gummibaum, die Weise von Lydrazia. Sie ist schon recht alt und wird bald, könnte ich vielleicht nicht mein, sorry, kurzen Moment, meine Szene umschalten? Sorry, mein Fehler, so, jetzt ist alles cool. Spiele, die nicht WASD benutzen, sind immer noch weird. Okay, was wollten wir eigentlich machen? Hey, könntest du... Hallo? Das ist kurz so ein Gebrauch dafür, das macht mich ein bisschen nervös. Alright, Intrige. Wir machen so, wir haben keine Intrigen. Yo, Spiel, krieg dich mal wieder ein, okay? Chill ein bisschen. Wir haben jetzt das hier ihm gegeben. Ab wann dürfen wir Krieg erklären? Unserem. Also wollte ich nicht dich ermorden noch, wobei es eigentlich egal ist. Weil schneller ist schneller, nicht? Und der Nachfolger ist noch jünger. Nein, ist genauso alt wie du. Ja, fuck it, dann probieren wir ihn halt umbringen. Weil wir jetzt den Friedensvertrag immer noch mit ihm haben. Alrighty, Intrige. Nein, nicht Intrige. Sorry. Ich hab's gleich wieder. Okay, ich habe jetzt gerade die ganze Ziff gespielt gerade. Das heißt, ich muss mich da jetzt erst wieder ein bisschen einklicken. Okay, Verschwörung zur Ermordung. There we go. Intrige. Wer macht denn also mit? Ey, 20%. Bjarne. Servus. Yes, please. Das ist aber auch schon. Das ist natürlich eher tragisch. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wir können es ausprobieren. Zumindest nicht. Keine Ahnung, was die da schon wieder auffinden. Meine freundlichen, lieben Vasallen. Ich glaube, die können heiraten. Du bist 16? Ah ja, da habe ich meinen Björni verheiratet. Sure, Björni. You do you. Ein snuglesischer Exilant. Was bist du gut? Ein ausgezeichneter Diplomat. Ja, aber damit muss ich ja meine Vasallen. Naja, wobei wir haben König Notabär. Der ganz okay ist momentan. Wobei irgendwann bald muss ich da mal wieder jemanden einstellen, der eigentlich nicht so gut ist, aber der ein mächtiger Vasall ist. Friede sei mit euch. Pest, Friede sei mit dir und so weiter und so fort. Friede, Freude. Ah ja. Kuchen. Krieg erklären geht noch nicht, gell? Nochmal genau warten. 9. Juli 12.6. 9. Juli 12.6. Zwei Jährchen noch. Ich glaube, ich werde keinen anderen Krieg dabei aufziehen, abziehen, auslösen. Wie auch immer man das nennen will. Wir bauen Kasernen hier. Gemigo. Das machen wir in Mali. Milizübungsplatz ist das einzige, was ich noch nicht gebaut habe. Ich finde, das muss auch nicht unbedingt sein gerade. Da haben wir einiges noch nicht gebaut. Da könnten wir mal Übungsplätze bauen. Oder Moral der Armeen. Ja. Krieg auch ein bisschen mehr Gefolgegröße dafür. Doch alles nett. Wie schaut's aus mit dem Gefolge? Shit, wir können uns schon wieder ein nächstes holen. Es geht dahin momentan. Es ist ein wahrer Wahnsinn. Okay. Was machst du da drüben? Nein, das wäre jetzt irgendwer andere. Aber Titia ist doch. Ist jetzt schon wieder völlig durcheinander da. Ich finde das nicht okay. Wo sind eigentlich? Wo ist mein restliches Gefolge? Da ist mein restliches Gefolge. Geh mal wieder darauf. Würdet ihr mit meinem neuen Jagdvogel zur Hand gehen? Würdet ihr mir? Man hat mich um Hilfe bei der Ausbildung eines neuen Jagdfalken für einen Freund gebeten. Ich lege meinen Freund an. Ich bekomme hinterlistig. Okay, dann ist er glücklich. Für eine kleine Summe könnte ich euch vielleicht behilflich sein. Ich krieg 10 Gold. 10% Chance verwundet, 20% wohltätig, 20% gierig. Der Vogel lässt sich gut trainieren. Ich glaube, wir machen hinterlistig. So schlecht ist das gar nicht. 3 Intrige minus 2 Diplomatie. Und ich krieg vielleicht noch eine Intrige dazu. Was ist gerade passiert? Wieso hat es Dong gemacht? Irgendwas passiert? Wir sind, ich meine, wir sind schon ziemlich dope, abgesehen davon, dass wir natürlich fett sind. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich meine, wieso nicht mal ein bisschen fett sein? Können auch nicht alle schlank und rank sein, nicht wahr? Zölibatär werden, großes Turnier abhalten? Nö. Will ich alles nicht. Du bist... Okay, whatever. Killt sie halt. Killt euch gegenseitig. Was? Herzogin Bobe von... Hat den Titel Herzogtum... Alle zu viel Zeug. Wie viel hast du schon wieder? Du hast
Okay, das ist nur Herzogtum Edeni. Aber irgendwer, du hast gleich wieder... du Trottel! Das ist zwei Herzogtümer jetzt, ja. Bisco. Du hättest eigentlich, glaube ich, erbt, oder? Es ist Erbteilung. Ja, aber du hast nur einen fucking Sohn. Oder Tochter, das ist... Könntest du mal ein bisschen mehr... Du bist 19, ich meine, du hast noch Zeit, aber könntest du mal ein bisschen mehr shaken? Warte mal, das ist aber gar nicht dein Disco-Gummibaum. Why the fuck ist Disco-Gummibaum der Nachfolger? Und nicht der hier. Who the fuck ist Disco-Gummibaum? Ah, das älteste Geschwister. Aber es ist nicht bald. Ah, das älteste wirkliche Geschwisterchen. Du bist schon wieder mit einem Menschen verlobt? Nope. Nope. Und noch mit dem 6-Jährigen, damit du überhaupt keine Kinder mehr bekommst. Sicher nicht. Den töten wir dir vom Mund weg. Mm-mm. Keine Kinder vernaschen. Und du auf, also, das war jetzt doppeldeutig. Ich meinte es eigentlich mit Essen. Ich meinte es nicht, Jesus Christ. Okay, ich meine, Essen, Kinder essen ist auch nicht um. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Wir geben dir ein Geschenk, reden wir über was anderes. There we go. Du gibst mal viel. Sollten wir doch eigentlich schon einiges hinkriegen, oder? Warte mal, ich tue auch mal alle einladen, die mitmachen wollen. 1210. Wonderful. Like it. Das können wir alles so vergeben. Nur Befehlshaber. Braucht man nicht. Heute auf dem Markt zeige ich, wenn ein armer Bettler seine Schale voller Münzen nahm und direkt in die Taverne ging, um etwas zu trinken zu kaufen. Vielleicht ist die Menschheit doch nicht so liebenswert. Ich verstehe immer noch nicht, wieso der Bettler nicht ein bisschen saufen darf. Ja, dann sind wir halt nicht wohltätig. Jeebus. Ja, das ist okay. Er hat unsere Verschwörung verraten. Die Rand der Reichsentwicklung haben wir auch erfüllt. Alles haben wir erfüllt. Wir haben eine pretty dope Königin. God to say. In letzter Zeit sind viele Bauern in die Grafschaft von Manitsch gezogen. Kämmerer Gregor schlägt vor, dass wir Geld ausgeben, was wir machen. Alles wächst und gedeiht. Es ist eine wahre Freude. Ein Wahnsinn. Geld machen wir wie Heu. Beautiful. Kann ich mir die Folge nochmal größer machen? Nein. Neuigkeiten aus China. Nein, ich habe das falsche gebaut. Ich backe mein Leben nicht. Wo ist der Schuldige? Du Häusl. Du musst woanders hin. Neue Einheit. Nope. Die neue Einheit kommt der Dreck, weil den können wir gleich mal wieder abrüsten. Ja, nope. Was ich eigentlich klicken wollte, war Gefolge natürlich das hier. Dankeschön. Wonderful. Was war jetzt vorher? Verliebte können heiraten. Matrilinear. Karls Gummibaum. Schau. Verlobte, nicht Verliebte, sorry. Kleiner, aber feiner Unterschied. Herzog Notebär von Brown hat mir die Bezahlung ab. Oh. Patriarchen Nalle. Nee, lass es halt. Und unseren Patriarchen hier nicht unter Druck setzen. Zwei positiv, ein negativ. Nehmen wir. Jetzt haben wir noch ein Jahr Frieden. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich langsam Geld sparen. Noch mit dem verbündet. Nope, selber hat er 6,65 Truppen. Also 6,65.000. Es gibt da zwei Meinen. Einen muss ich verhaften. Verschwörungsstärke erhöhen. Ich will diesen Menschen hier, der sich einheiraten will. Der zu meiner eigenen Dynastie gehört, killen. Du bist auch immer noch da, du hast immer noch deinen schwachen Anspruch, oder? Yes, just you wait. One second. Okay, Carlos hat schon ein Kind bekommen. Wählt deine Ambition, das kann ich ihn jetzt wieder wählen. Finde deinen Freund auf meine alten Tage, okay. Rechtmäßig könnte ich... Das ist nur ein Herzogtum, dann will ich dich aber nicht einsperren. It's fine.
Herzogin Ursula von Zizia, du hast 2. Du hast 3. I might actually fucking do this. Nicht gerade jetzt, wenn wir den anderen Krieg am Laufen haben, aber in Kürze, nachher. Wendet euch von einem Thron aus über Verbrecher richtet, wird ein junger Adliger vor euch geführt. Ihr kommt schnell zu überzeugen, dass der Mann für was schuldig ist. Ihn zu verurteilen mag nicht die klügste Wahl sein, da er dem Adel angehört. Wenn ihr ihn begnadigt, könnt ihr euch eventuell von Nutzen sein. Ne. Sicher nicht. Manic wächst und gedeiht wonderful. Aber jetzt geht's dann gleich los. Mit dem richtigen Krieg. 9. Juli, oder? Ich glaube 9. Juli war's. Wenn du nervst. Kasernen ist gebaut worden. Vassal Herzogin Fluffy von Edeni sorgt sich um eure nicht erbberechtigten Söhne. Graf Terek, are you shitting me? Kann nicht jeden. Ja. Exactly. Kann nicht jeder einfach hinaus bekommen hier. So! Und. Jetzt wären wir soweit. Servus! Krieg erklären. Wo wir sind beanspruchen für Graf Secret, genau das hier. Einfach gleich alles. Bueno! Geht schneller. Und dann stellen wir uns mal da rein. Und dann werden wir mal meine Seilen dazu bringen, dass sie sich auch mal anstrengen. Oh. Haben die volle Moral hier? Das frage ich mich. Aber wir sollten eigentlich so fucking... Sollten das nicht einfach die Monstertruppen sein? Ich bin mal gespannt, ob wir das trotzdem gewinnen. Actually. Wieso haben wir nur 2 Befehlshaber? Das gefällt mir wiederum gar nicht. Gehen wir vielleicht lieber dahin, wenn wir nur 2 Befehlshaber haben. Ihr könnt es euch auch schon zusammentun. Und dann müsste ich mal doch neue Befehlshaber auftreiben, wie es aussieht. Wir haben auch keinen Stein mehr, wir haben keinen Hofzwerg. Keinen Hofnarr. Machen wir dich mal zum Stallmeister. Machen wir dich mal zum Jägermeister. Mundschenk wirst du. Seneschal wirst du. Hoflehrer haben wir schon. Nein, wir haben eigentlich 3. Interesting. Trotzdem. Charakter suchen. Filterladen. Platz 1 war das, oder? Gut, du bist auch mit schwerer Infanterie. Ich meine, Martial Skill ist nicht allzu gut, aber du hast schwere Infanterie. Das gefällt mir. Kann ich dich einladen? Wunderbar. Dann hätte ich gern einen neuen Befehlshaber, bitte. Und zwar dich. Genau. Und die stellen wir dann auch gleich hier irgendwo ein. Wie schön. Let's go. Den wir halt einbinden werden wir, damit sie die Fraktion verletzt. Verlässt. Nicht verletzt, natürlich. Aber hey, sorry. Verschwörung war es nicht, Fraktion. Vergesst ihr das mal, was was ist. Versuchen wir die noch schnell zu verprügeln. Ja, jetzt sind sie wieder angefressen, weil ich ihre wertvollen Truppen so lange beschäftige. Da hat halt ein bisschen, weil wenn ich nur die meiner Vasallen einerhebe, also die Truppen, dann... das will ich eigentlich momentan nicht. Dann dauert es ein bisschen, bis sie oben sind, weil bei mir sind natürlich nur die kleinen Vasallen. Unter mir sozusagen, die großen Vasallen. Sind irgendwo in einer anderen Ecke des Königreichs immer. In denen ich große Truppenkontingente bekomme. Nee, okay, langsam. Bringen wir was zusammen. Mit dem man arbeiten kann. What the fuck are you doing? Kommst du nach Manic? Kannst du gelockt werden, bitte? Dankeschön, und dann kommen wir dich gleich besuchen hier in Manic, weil ich habe gehört, das ist sehr schön zu der Zeit des Jahres.
Ja, komm näher zu mir. I'm all for it. Kann ich dir auch noch gleich aufs Maul geben, du Sack. Willst du bei mir plündern? Na, Kuma. Schauen wir mal, ob wir da gleich hinschauen können. Ein Sieg, wonderful. Haben gleich schon mal wen gefallen genommen. Dann gehen wir doch kurz da runter. Wunderbar. 19% haben wir. Kann man dich jetzt gerade freikaufen lassen? Ich glaube, das geht nicht während dem Krieg, oder? Oder schon? 70 Gold werden wir gleich wieder los, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich brauch's nicht für einen Warscore. Kurz die Plünderer killen und dann gehen wir oben ein bisschen belagern. Ich meine, es wird nett, wenn wir das haben. Und wenn es so funktioniert, wie ich glaube. Ich bin mir recht sicher, dass es so ist. Was ist das alles, was hier übernommen werden kann? Okay, wem gebe ich das dann? Du bist mein eigener... Wieso habe ich denn das jetzt übernommen? Ich wollte das gar nicht übernehmen. Upsi. Was hast denn du bitte? Du hast die ganzen Grafschaften hier? Warte mal. Ich hätte es nicht tun sollen. Ja, dir gehört das See. Okay, sorry, mein Fehler. An Titel gewähren. Er kommt sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verarscht vor. There you go, gehört wieder dir. Ich habe nur einen Anspruch drauf, deswegen. Das ist wieder das gleiche Spiel wie letztes Mal. Da hat mich Lord Kartoffelsalat eh schon drüber aufgeklärt. Aber ich hatte es kurzzeitig wieder vergessen. Bernhard der Edle erschien plötzlich an meiner Tür und fragte nach einer Bleibe. Von Grigor der Apostel inspiriert, entschied er, dass Manitsch Pandolf am nächsten und da unverzichtbar für seine Studien ist. Bernhard ist im gesamten Numinischen Reich als einer der wirklich großen Denker unserer Zeit bekannt. Das ist eine Ehre. Wunderbar. Einmal zwei teilen. Und actually, wir gehen nicht mehr zu prügeln hier. Hätten wir jetzt einen besseren Patriarchen. Oh yes. Oh yes, er wäre in der Tat besser. Ich glaube, da machen wir dich jetzt zum Patriarchen. Wir müssen eh Sachen bekehren. Oh, da. So viel müssen wir bekehren. Muss einmal was weitergehen hier. Das andere ist hochklar. Ja. Hat er jetzt... Mag er mich jetzt mehr, weil ich es ihm weggenommen habe und wieder gegeben habe? Nein, ich glaube nicht. Gewährt ein Herzogtum, doch. Aber übernommene, aber das gewährt ein Herzogtum gibt mir mehr als übernommener Titel. Allerdings hält das länger mit dem übernommenen Titel. Mag der mich lange nicht. Okay. Na, das machen wir nicht noch einmal. Das ist keine gute langfristige Strategie. Warum? Ach, ich verstehe es nicht. Ich hoffe, meine Festplatte ist schuld an diesen Aussetzern kurzen. Na, ich habe mir gerade eine neue SSD geholt. Die ich installieren werde. Morgen wahrscheinlich. Also, sollte schon installiert sein, hoffentlich, wenn dieses Video rauskommt. Hätten wir dich mal ermordigt. Das finde ich toll. Ey, was sind das? 21.000? Sorry, what? Das ist wieder so eine scheiß Armeen zusammen Dings am Herzog. Du hast 6.000, der andere hat 6.000. Ihr habt sich 21.000 zusammen. Das ist viel lächerlich. Das ist wieder so eine Scheiße von zwei grauen Armeen sind dabei und das zählt dann, wenn wir uns in eine Schlacht begeben, leider. Wenn auch noch mehr. Könnt ihr sich bitte wieder aufteilen? Wo sind die jetzt hin? Ina ist gestorben mit 65, nicht wir. Wir sind mit 67 immer noch sehr gut bei der Sache, mitten im Krieg führen. Okay, sicher, klar. Mach nur weiter eure Bündnisse. Mein Lehen sehr schmerzt mich, euch dies zu berichten, aber in eurem Reich gibt es einen Verräter. Dieses faule Ei führt eine Verschwörung zu eurem Sturz. Ich füge die erdrückenden Beweise diesem Schreiben bei.
Führt mir den Beschwerer vor. Beweise, das ist Unsinn. Okay. Okay, interesting. Es stimmt also nicht, aber ist mir das egal? Ich glaube, es ist mir egal. Ich meine, es ist mir völlig egal, weil... Ich will eh, dass du das wieder los wirst. Führt mir den Verräter vor. Also, jetzt hätten wir nicht eingekerkert. Das heißt, wir können dir eigentlich easy Titel wegnehmen, oder? Wo bist du denn? Excuse me. Viel Shit, den du da hast. Okay, Graf. Ist das der gleiche? Das ist alles Graf Nanook. Das gehört dir. Das gehört dir. Das gehört Graf Otso. Das ist Graf Nanook. Das ist Graf Nanook. Das ist Graf Isbjörn. The Motherfuckers. Wem gebe ich denn jetzt was hier? Ich glaube, ich gebe Graf Nanook Herzogtum Oshidex. Weil die Frage ist... Warte mal. Was ist das hier eigentlich für ein fucking Herzogtum? Hochklar. Achso, das sollte ich dann schon nehmen, hä? Ja, das übernehmen wir. Okay, kurzer Moment. Das gehört... Okay. Kann ich dir zwei Sachen wegnehmen? Das wäre am besten. Kann ich dir Nummer 1 Titel entziehen? Nein, ich darf das nicht. Wieso, du bist eingekerkert? Hey, fuck it. Dann lassen wir die Schichten einfach eingekerkert. Boah, Fs. Aber ich gebe dir sicher nicht diesen fucking Titel. Ich gebe den... Gur. Bist du nur hier, Gräfin Ursula? Ich meine, dann wird es wahrscheinlich gleich wieder weggenommen. Wobei, sie ist eingekerkert. Sie kann nicht so viel machen. Landtitel gewähren. Herzogtum Hochklau. Ja, aber du kannst es dir nicht holen von ihr. Na, ja, wir versuchen es mal. Nur mal ein bisschen hier Shit zu disturben. Bist du wieder mit deinem... Der muss sterben, by the way. Haben wir den anderen jetzt immer noch nicht gekillt? Was soll die Kacke eigentlich? 129%. Bummeln wir immer noch bei 129% herum und nichts passiert. Schick mir die auch noch ein Geschenk. Mit dir ein Geschenk. So, damit vielleicht irgendwann nochmal was weitergeht hier. Gibt's ja nicht. Heidi. Okay, da wären wir mal fertig. Das ist nett, dann kommst du mal hier rüber. Tun wir uns kurz zusammen wieder, um ihn zu killen. Aha. Dann hat er plötzlich keinen Bock mehr. Look at you. Hat tut sich Schlägern auf einmal. Warte noch kurz. Wo bist du jetzt hin? Du gehst darüber. Wer ist schneller da? 22. 24. Ich bin schneller. Na, dann bist du doch gar nicht mehr hin, ne? Oh no! Wir können mehr Tech holen. Wirtschaftliche Fortschritte. Wir haben Burginfrastruktur schon mega viel gemacht. Ich meine, wir könnten verbesserte Wohntürme machen. Das kostet uns fast nichts. Das kostet uns... Oh, das hat uns was gekostet. Upsi. Leichte Infanterie will ich nicht verbessern. Kavallerie, Belagerungsausrüstung muss auch nicht sein. Könnten den Legalismus rauftragen, aber ich weiß nicht, dass das wirklich bringt. Überall haben wir da Führungsabzug. Aber ich meine, ein Stern. Dinge können wir wenigstens machen. Dann machen wir mehr monatlichen Prestigegewinn. Why not? So, jetzt tun wir uns da wieder kurz zusammen, damit wir da rüberlaufen können und die wieder verprügeln, sobald das hier fertig eingenommen wurde. Sieg!
Oh oh. No. Warum so schlechte. Ah, 14,25 ist das Versorgungslimit. Knapp daneben ist auch vorbei. Prinz Gurgur wendet sich an euch, mein Lehnsherr. Ich habe eine fantastische Idee für ein Denkmal. Etwas, mit dem ihr eure kulturelle Stellung verbessert und euer Volk daran erinnert, was für ein großer Herrscher ihr seid. Ich benötige dafür etwas Gold und eure Geduld. Die Fertigstellung des Denkmals dauert ein Jahr. 540 Gold. Das ist das Einzige. Ich krieg nur dankbar von ihm, aber ich hätte irgendwie gerne ein Denkmal. Ich habe nur gedacht, ich würde mehr bekommen dafür. Also nur, dass mir wer dankbar ist. Du gehst dahin, du gehst dahin. Wir können schon wieder unsere Gefangene verkaufen, glaube ich. Nicht dich. Ich. Wieder mit 70 Gold. Ich glaube, es ist die gleiche wie das letzte Mal. Okay. Alrighty. Aber es ist Zeit für einen Cut. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, dann liked oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.